Ja, jetzt haben wir einfach mal ins Leere geschossen. Soll ja gesund sein. Okay, jetzt werfe ich hier einfach mal eine Granate hin. Und lauf gegen den Zaun. Erstmal hier wegschießen alle und dann gehen wir ins Technische, beziehungsweise Maschinenpistole, Maschinengewehr, was weiß ich. Maschinengewehr wohl eher. Da oben ist jemand. Da oben sind Tausende. Naja, 10. Immer schön draufhalten, ne? Oh Gott! Ah! Was sollen die Scheiße jetzt? Mensch, Mensch, Mensch! Ach du Kacke! Autsch, jetzt geht's ab. Jetzt schießen wir mit Mörsern uns ab, oder? Was soll denn das, Mensch? Wir haben doch gar nichts getan. Wir wollen doch nur Gerechtigkeit für die Welt. Beziehungsweise keinen Krieg. Wir machen selber Krieg, ja, das wäre schlau. Ja. Ah, da ist er ja wieder, unser Kreis. Stirb mal bitte. Danke. Jetzt erstmal die Cover getten. Bevor wir hier noch verrecken. So, tot. Und jetzt gehen wir hier selber mal an den Mörser ran, ne? Also, erstmal bam. Okay, der wäre weg. Jetzt ballen wir hier mal einen drin. Scheiße, ja, daneben. Und zwar wie? Okay, jetzt noch den da. Wo ist denn? So. Bam. Und jetzt hier noch. Und das war dann auch der letzte, oder? Nein, den hast weggehauen. Schade. Okay. Perfekt. Wir sind echt gut, ne? So. Ja, bist ja ein guter Soap, ne? Und wieder leise? Nein, die haben wir schon entdeckt. Ja, super. Okay, ich müsste mal irgendwann eine PP90 mir ergattern, weil ich die ja auch relativ arg mag. Weil die hat irgendwie fast keine Durchschlagskraft. Ich habe keine Ahnung warum. So. No Ammo, ja, super. So, was hat man hier so Schönes? Eine G18. Ah, nachladen. Okay. Ah, die schießt halt richtig schnell, das mag ich, jawohl. Okay, dich messer mal. Hey! Okay, PP90 M1. Und dann hier schön die Munition einsammeln, dass wir auch was Ordentliches haben. So. Natürlich ohne Red Dot Sight und so ein Scheiß. Was für die da oben nehme ich dann doch nochmal Red Dot Sight.
So, hinterm Auto versteckt sich bestimmt jemand. Na, okay. Direkt hinterm Auto nicht, aber schön, dass er in unsere Granate reingelaufen ist. So, Soap ist halb tot, aber das war ja schon öfters mal. Also das heißt bei Soap nichts. Er kann auch leblos am Boden liegen, der wacht sowieso wieder auf. So, ich denke, wir haben ja irgendjemanden vergessen, oder? Nee. Okay, sauber. Und da ist auch schon die Kirche, glaube ich. Jawohl! Okay, dann müssen wir wohl mal schneller machen hier. Na, was war jetzt los? Was soll denn die Kacke? Moment, ich hab grad Lex. Okay, so. Boah, ich hasse Hunde! Okay, ich werfe mal ganz kurz Flashbang rein. So. Oh nee, komm, das gibt's doch jetzt nicht. Okay, dann auf geht's. Ja, jetzt passiert bestimmt irgendwas. Ich sag's dir, meine Fresse! Ah, verpiss dich! Du auch noch verreckt und du... Oh Gott, scheiß Hunde! Na, und den kriegen wir nicht mehr, leider. Gut, das ist auch so gescriptet, aber es hätte ja sein können, ne? What do you think Makarov was after? We'll ask the bastard when we find him. Mann, ey, Mann, ey. Ich bin ruhig. Ici la station Corse. Nous avons intercepté un message crypté. Idon, that's in the go London now. Prévenez les renseignements britanniques que nous avons un problème. The French just intercepted a message concerning a suspicious shipment headed for British soil. Have we identified the vessel? No, sir. The call came from a number on the watch list for Fregatta Industries. Wake up MI5 and notify them that we have an imminent threat. Gentlemen, what do we know? Nothing solid. Special branch is sweeping up known persons of interest, but we advise tasking SAS to investigate Tier 1 threats. Patch me through to Hereford. Ma'am, I understand we have unknown hostiles expecting a package. MI5 has identified several possible points of entry. Be advised, the nature of the cargo is currently unknown. Roger. My team is making ready. We'll be on plot within the hour. Don't worry, ma'am. Whatever they're up to, we'll put a stop to it. Also, um kurz zu erklären, was gesagt wurde, wir müssen jetzt dieses, Moment, Pause, wir müssen jetzt dieses Cargo, also das, was wir vorher nicht gekriegt haben, das, was transportiert werden sollte für Makarov, quasi zurückerobern. Dazu begeben wir uns mit dem SAS und, wem auch immer, glaube ich, der Name kommt nachher bestimmt noch. Begeben wir uns nach London und überfallen halt die Städte, wo die Lieferung eingebracht wird. Ja, mal sehen, ob wir Erfolg haben, ne? Mind the gap. Ja. Searching Marcus Burns. Okay, hier Beobachtungsdrohne, so wie es aussieht. Da hinten, das scheint unser Cargo zu sein, was wir überfallen müssen, oder? Ah, vielleicht. Too high profile, Bravo 6. Vulture's birds will provide air cover for now. Let's just get this thing done and dusted. Flair is picking up heat signatures in the warehouses. You will need to clear those buildings before securing the truck. Aha, wir scheinen da drin mal aufräumen zu müssen. Und das ist unser Team hier, Sergeant Burns. Okay, was haben wir hier? Also, Moment.
Ah, also später in dieser Mission, also in dieser Mission wird später noch Inhalt kommen, der vielleicht nicht so, ja, keine Ahnung was, disturbing, störend, weiß nicht. Ja, wir werden den einfach einblenden lassen. So, wir scheinen hier eine P99 Tactical zu haben. Und das ist, glaube ich, eine MP5 mit Schalldämpfer und Holographic Sight. Und ist das hier eine feindliche Aufklärungsdrohne? Nein. Moment, was haben wir hier? P90 Suppressed. Ja, das mag ich, ne? Immer schön nachladen. Da müssen wir, glaube ich, rein. Gibt's da Munition? Nee. Da aber. Jawohl. Okay, da ist Bewegung vorne. Bitte laufen. Danke, Burns. Also, ich werde jetzt mal was machen, ne? Hallo, ich wollte eigentlich eine Granate reinwerfen, aber ich drücke auf G und es passiert nichts. Na, ich hasse Fußball. Spaß. Und du bitte auch noch weg. Geh noch schön auf Zerstörung aus. Ah, wir scheinen auch Sniper-Unterstützung zu haben. Ah, durchs Glas und los geht's! Ah, sei tot! ja, da war jetzt niemand. Da. Irgendwo. Da können wir sogar hoch. Jawohl, ist ja richtig geil. Wo sind die hier alle, Mensch? Da oben. Ja, da können wir nicht durchschießen. Irgendwie in die Luft sprengen? Das? Nee, schade. Mensch, stirb doch! Das gibt's doch nicht! Und jetzt sind wir tot! Och nee! Mann, Mann, Mann! Okay, nochmal durchs Glas. Ja, scheiße. Diesmal hat's uns nicht erwischt, yay! Ja, ich hab's fast vermutet, Klaas. Aber da hatte ich die Granate schon in der Hand und dann kann man nicht mehr groß rumfuchteln. Wir laufen mal schön offen lang, ne? Frei zum Abschuss. Jetzt probier's mal von der Seite aus. Mensch, 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 wie viele Schüsse ich hier brauche, das gibt's doch nicht. Alter Schwede, ey. So eine Kacke aber auch.